Heute Vortrag vom Lukas, der uns ein bisschen was über Protokolle von Audio-CDs erklären möchte. In tiefster Genauigkeit, ne? Ist ja Scientific Talk heute. Genau. Und damit ab zu dir. Hallo, also ich bin Lukas und ich erzähle euch heute, wie ein Audio-CD eigentlich im Detail funktioniert. Alternativer Titel von dem Vortrag könnte sein, wir bauen uns eine PLL zur Taktrückgewinnung in 10 Zeilen Python, aber dazu später mehr. Erstmal zu dem, was man vielleicht noch so kennt von einer Audio-CD. Audio-CD ist also diese schöne silberne Scheibe aus Polycarbonat, die speichert Audio unkomprimiert, das heißt kein MP3 oder irgendwas ähnliches, einfach jedes Sample wird natürlich auch gespeichert. Die Samples haben eine Auflösung von 16-Bit, das heißt man hat in den vertikalen 65.000 verschiedene Werte, was für Audio-Wiedergabe vollkommen ausreichend ist und auch sich eigentlich nicht geändert hat. Und in der horizontalen hat man eine Abtastrate von 44,1 kHz. Das heißt, man kann damit Frequenzen bis ungefähr 20 kHz reproduzieren, was ja dem menschlichen Gehör entspricht. Genau, auf eine Audio-CD passen davon ungefähr 74 Minuten. Das Ganze ist auf der CD gespeichert in Form von Pits und Lands. Das sieht man jetzt hier in der Ausschnittvergrößerung. Das sind winzig kleine, sieht man jetzt hier entsprechend in der Größenordnung von Mikrometer. Vertiefungen und Erhebungen auf der Disk, die entsprechend Licht reflektieren oder nicht. Audio-CDs gibt es seit Anfang der 80er, wurden da von Sony und Philips entwickelt. Und umso mehr hat es mich überrascht, dass Audio-CDs jetzt schon seit fast 50 Jahren gibt, aber es trotzdem noch keinen wirklichen guten Artikel gab, in dem also von oben bis unten erklärt wurde, was man eigentlich machen muss, um von diesen Pits und Lands zu den PCM-Samples zu kommen, die dann das Audio encoden. Wie so vieles ist auch Audio-CD in einem Standard niedergeschrieben. Der heißt jetzt hier IEC 60908. Ist in Englisch und Französisch bilingual. Gibt es glücklicherweise bei archive.org, wenn man nicht bei einem Verlag Geld dafür einwerfen will. Genau, also hatte ich mir den Stand hergenommen, habe ein bisschen geblättert, festgestellt, okay, sieht alles machbar aus, habe dann mal damit angefangen. Erstmal, wie sieht eigentlich so ein CD-Player aus? Das ist ein Bild, wie man es vielleicht schon in einigen Erklärungen gesehen hat. Hat unten einen Laser, der leuchtet durch ein bisschen Optik auf die Disk drauf und die Disk reflektiert dann das Licht zurück, bis dann schlussendlich auf eine Fotodiode fällt. Und in dem CD-Player hat man dann ein bisschen Elektronik, die das Signal von der Fotodiode dekodiert, dort den Bitstrom für den DR-Wandler rausextrahiert, dann den DR-Wandler und dann hat man endlich die Musik, die man eigentlich hören will. Das Ganze habe ich jetzt mal ausgeklammert, den CD-Player, und stattdessen genommen ein Oszilloskop, damit das Signal von der Fotodiode aufgenommen und dann mit ein bisschen Python das Signal von der Fotodiode dekodiert, sodass man am Ende vom Tag ein kleines Schnipsel Audio hat, also effektiv das gemacht, was der CD-Player auch macht, halt nur in ein paar Zeilen Python statt in Hardware. Und in echt sieht das Ganze dann so aus. Ich habe jetzt hier einen alten DVD-Player genommen, weil der gerade noch rumlag, und habe dort mit dem Oszilloskop auf dem Flachbandkabel vom Laufwerk zur Platine alle Pins durchgemessen, bis ich ein Signal gefunden hatte, das irgendwie ungefähr nach der Erwartung aussah, die das Signal von der Fotodiode haben sollte. Und dann ungefähr 4 Megasample davon aufgenommen, auf dem Oszilloskop als CSV gespeichert und in Python reingeladen. Und ab da fängt dann der ganze Spaß erst richtig an. Das sieht dann nämlich jetzt in der starken Ausschnittvergrößerung so aus. Man sieht ja schon, das Signal ist ja so ungefähr schon binär. Das heißt, man hat klar definierte 0 und 1 Pegel. Das heißt, der erste Schritt ist jetzt erstmal wirklich daraus eine ordentliche 0 und eine ordentliche 1 zu machen. Da wäre jetzt so der naive Ansatz. Wir nehmen einfach die Samples, wie sie sind. Für jedes Sample guckt man sich an, größer oder kleiner 0. Und entscheidet damit, ob das Bit an der Stelle jetzt 0 oder 1 war. Das funktioniert zwar, hat aber den Nachteil, dass unsere Nulldurchgänge, die wir später noch brauchen werden, nicht mehr an der Stelle sind, wo sie früher mal waren. Jetzt hier tatsächlich durch die Kreise, zum Beispiel an der ersten Flanke, ist die Flanke, die wir durch die Schwellwertbildung festgestellt haben, zu spät. Oder manchmal könnte es auch zu früh sein. Und das ist eben später hinderlich. Und um das zu umgehen, machen wir einen ganz faulen Trick. Einfach das Signal linear interpolieren, so wie es eben auch dargestellt war. Und seinen Schwellwert finden. Und dann hat man auch schon die Flanken an der Stelle, wo sie ungefähr sein sollten, in hinreichender Präzision. Und damit hätten wir schon mal den ersten Schritt gemacht, nämlich aus dem analogen Signal ein Signal gemacht, das entweder 0 oder 1 ist. Genau, das sehen wir jetzt hier. Jetzt wissen wir nur noch nicht,
waren das jetzt hier 3 Einsen, 6 Einsen, 4 Einsen oder wo müssten wir überhaupt angucken, was jetzt eigentlich unsere Bits waren. Genau, was nämlich fehlt, ist ein Takt dazu. Der wird auf der CD nämlich nicht explizit gespeichert, aber es gibt in dem Signal ein paar Hinweise darauf, die wir uns zunutze machen können, um den Takt zurückzugewinnen. Zum einen ist der minimale Abstand zwischen zwei Flanken 3 Bits. Das heißt, man hat immer mindestens 3 konsekutive Einsen oder Nullen. 2 sind verboten, 1 auch, aber 3 oder mehr bis hin zu, glaube ich, 5 oder ne, ich glaube 7, 8, 9. Also es gibt auch eine Maximalgrenze und an jeder Taktflanke, an jeder Datenflanke muss auch eine Taktflanke gewesen sein, weil die Daten können sich ja nur ändern, wenn auch der Takt sich an der Stelle geändert hat. Das heißt, was wir jetzt brauchen als nächstes ist ein Takt. Den können wir uns digital erzeugen mit einem Numerically Controlled Oscillator. Klingt jetzt erstmal vielleicht nach was Kompliziertem. Effektiv ist es eine Addition und eine Modulo-Rechnung. Kann man sich auch sehr schön vorstellen auf einem Kreis, in dem ein Zeiger rotiert. Der Kreis wird jetzt hier unterteilt in 1000 Segmente. Das heißt, einmal ganz rum, so Pi bis 360 Grad, sind jetzt hier 1000 Schritte. Wir haben unser Frequency Tuning Word, FTW. Und in jedem Zeitschritt wird auf den Winkel des Zeigers das Frequency Tuning Word drauf addiert. Das heißt, damit wird die Rotationsgeschwindigkeit des Zeigers festgelegt und damit auch die Frequenz. Das Schöne ist jetzt an diesem Ansatz, die Frequenz ist exakt proportional zu dem Frequency Tuning Word, was noch später relevant sein wird. Die Umrechnung steht jetzt hier auch auf der Folie drauf. Und das Ganze ist eigentlich sehr einfach zu implementieren. Einfach jetzt in der Vorschleife, in jedem Taktschritt, den Akkumulator, um das Frequency Tuning Word inkrementieren und modulo der Akkumulatorgröße rechnen, um eben diesen Überlauf bei 2Pi zum Beispiel ordentlich zu handhaben. Sehen wir hier, wenn wir unser Frequency Tuning Word kleiner machen, wird auch die Frequenz niedriger, weil wir eben in jedem Schritt weniger weit uns drehen und deshalb mehr Schritte brauchen, um einmal ganz rumzulaufen. Jetzt nehmen wir unser Signal von dem NCO und gucken das uns mal in Zusammenhang mit den Bits an. Jetzt hier dargestellt, das Orangen ist das Signal des NCOs und per Konvention machen wir es jetzt so, dass wir immer, wenn der NCO einmal den Wraparound hat, das heißt von maximal positiv zu ungefähr 0 zurückschnappt, dort samplen wir das Signal. Und dort, wo der NCO den Mittelwert hat, hier als 0,5 normiert, dort sollten sich dann die Flanken des Datensignals befinden, dass nämlich die Sample-Zeitpunkte möglichst weit weg von den Flanken sind. Das heißt, dass wir da maximal robust gegen Störungen sind. Zusätzlich gucken wir uns jetzt noch bei jeder steigenden oder fallenden Flanke des Datensignals den Wert des Akkumulators an. Denn der gibt uns nämlich Auskunft darüber, wie genau unser Takt jetzt gerade passt. Jetzt hier passt er recht gut, weil der Wert immer recht nah an 0,5 ist. Jetzt gucken wir mal das Ganze mal ein bisschen weiter rausgezoomt an und stellen fest, dass dieser Phasenfehler sich laufend ändert. Und dann teilweise sogar jetzt hier zum Beispiel in der Nähe von 5000 so schlecht wird, dass wir in der Nähe von den Datenflanken samplen würden. Das heißt, wir würden jetzt hier dort, wo der, wo der Akkumulator den Wraparound hat, samplen. Und es kann jetzt halt mal davor, kurz nach der Flanke sein, was dann eben nicht so optimal ist, weil wir dann effektiv nicht wissen, ob es jetzt 3 oder 4 Bits waren. Genau. Jetzt könnte man natürlich irgendwie hingehen und einfach in der Frequenz tweaken, bis es passt, aber es gibt auch natürlich auch einen besseren Weg. Was wir uns bis jetzt hier gebaut hatten, sieht so aus. Wir haben links unsere Bits, die aus der Schnellwertbildung kommen. Dann haben wir den Phasendetektor. Effektiv nur bei einer Flanke, wenn wir Bits gucken, was war der Wert des Akkumulators. Und daraus dann die Abweichung zu unserem Idealwert berechnen. Dann haben wir unseren NCO, den wir durch das Frequency Tuning Word einstellen. Und aus dem dann eben dieses Dreiecksignal rauskommt. Jetzt kommt nämlich der Trick. Wir bauen uns daraus nämlich eine PLL, eine Phase-Locked Loop, und nehmen unseren Fehler, der sich aus dem Phasendetektor ergibt, als Stellgröße für unser Frequency Tuning Word. Also wir bauen uns effektiv einen Regler hier, im speziellen Fall einen P-Regler. Denn unsere Stellgröße, unser Frequency Tuning Word, ist proportional zu unserem Fehler Delta. Und jetzt können wir hier schrittweise unseren Proportionalitätsfaktor erhöhen.
Man sieht erstmal bei HP0 sind wir da, wo wir davor auch waren. Das heißt, der Fehler schnappt periodisch zwischen minus 180 Grad und plus 180 Grad hin und her. Jetzt drehen wir unseren KP immer weiter auf. Sieht, da passiert so langsam irgendwas. Dann passiert immer mehr. Und wenn man es dann irgendwann so bei 0,05 sind, sieht man, okay, der Fehler ist jetzt schon mal recht glatt. Es gibt keine großen Ausreißer mehr. Noch ein bisschen mehr machen. Sieht jetzt eigentlich schon mal sehr gut aus. Aber wir haben hier immer noch einen konstanten Fehler. Das liegt nämlich daran, dass wir ja einen Frequenzfehler hatten initial. Den müssen wir jetzt korrigieren. Und um diesen Fehler zu korrigieren, weil wir hier eben nur einen P-Regler haben, brauchen wir einen Phasenfehler, der nicht null ist, weil irgendwoher muss das Frequency Tuning Wort ja auch kommen. Da könnte man sich denken, okay, mache ich einfach meinen KP nochmal größer. Aber dann, wie es halt mit Reglern so ist, fängt es an zu schwingen. Also keine gute Idee. Stattdessen machen wir aus unserem P-Regler hier einen PI-Regler. Das heißt, wir addieren einen Integrator, der die Regelabweichung aufintegriert und somit dann das Frequency-Tuning-Wert bereitstellen kann bei einem Delta, das 0 wird. Können wir jetzt irgendwie ausprobieren. Das KI anfangs 0, sind wir da, wo wir davor auch waren. Dann jetzt ist mein PDF-Viewer gecrashed. Probieren wir nochmal. Schon wieder gecrashed. Immer diese Technik. Machen wir es mal so. Hoffen, dass der jetzt nicht crasht. Genau. Genau, da waren wir. Wir haben jetzt unseren jetzt haben wir hier unseren Integrator, erhöhen von dem unseren Gain immer weiter. Und dann sehen wir, okay, jetzt wird unser Fehler tatsächlich null. Das liegt dann nämlich daran, dass der Integrator den Fehler aufintegriert und damit das Frequency Tuning Wert bereitstellen kann und es eben keinen Phasenfehler mehr gibt. Heißt, jetzt haben wir einen Takt, mit dem wir unsere Bits immer ordentlich samplen können. Jetzt auch hier wieder, könnte man das sagen, probieren wir noch einen Integrator weiter aufzudrehen. Auch hier eine schlechte Idee, fängt wieder an zu schwingen. Jetzt hier, wo ich eingangs erwähnt hatte, PLL in 10 Zeilen Python, das ist die nämlich hier, nochmal alles schön aufgeschrieben. Wir haben links unsere Bits, die reinkommen, dann gucken wir uns an, immer wenn sich das Bit ändert, merken wir uns den Phasenfehler, indem wir gucken, wie weit der Akkumulator weg ist von dem Idealwert, nämlich Akkumulatorgröße durch halbe. Dann der Integrator ist einfach nur eine Zeile, einfach aufaddieren. Und die Berechnung des Frequency Tuning Words ist dann eben auch einfach nur eine Addition und Multiplikation mit den entsprechenden Skalierungsfaktoren. Den NCO hatte ich ja schon eingangs erwähnt. Und für das Samplen der Bits gucken wir uns einfach an, ob sich der Wert, ob der Wert praktisch kleiner geworden ist. Normalerweise wird er immer größer. Und dann samplen wir das Bit. Was ich daran jetzt sehr eindrucksvoll fand, war, normalerweise machen ja 10 Zeilen Code nicht arg viel, verbinden sich mit einer Datenbank, rendern irgendwie ein bisschen Text, aber hier haben wir 10 Zeilen Code, die beschreiben ein komplexes, dynamisches System, über dessen Verhalten man schon fast Bücher füllen kann. Einerseits vielleicht gut, dass das Code nicht immer so dicht ist und so viel macht, aber fand ich jetzt hier mal wirklich sehr eindrucksvoll, dass man wirklich nur mit Grundrechenarten und Dingen, die der Programmiersprache hat, so ein komplexes System beschreiben kann und nicht jetzt so komplexere Tools wie jetzt Simulink dafür benötigt. So, jetzt haben wir endlich unsere Bits und können in die schöne Welt des Digitalen übergehen und brauchen nicht mal das ganze Analogzeug. Deswegen sind die Bits, wie sie jetzt aus dem Schritt davor, also hier Sample Bits, wie sie da rauskommen. Und jetzt ist die Frage, sind es wirklich die Bits, die wir haben wollen? Naja, nicht ganz. Denn die Bits auf der CD sind nämlich NRZI kodiert, steht für Non-Return to Zero Inverted. Auch wieder komischer Begriff. Ist effektiv auch wieder was recht Einfaches. Nämlich, wenn ich eine 0 auf eine CD speichere, dann lasse ich den Pegel gleich. Das heißt, wenn das Bit da vorne 0 war, bleibt es eine 0. Wenn es eine 1 war, bleibt es eine 1. Und wenn ich eine 1 speichern will, dann wechsle ich den Pegel. Das Ganze zu dekodieren ist dann auch entsprechend einfach. Man vielleicht einfach immer das Bit mit dem Vorgängerbit. Und
Wenn es gleich ist, dann war es eine 0. Wenn es ungleich war, war es eine 1. In Python geht das Ganze dann mit List Comprehension sehr einfach. Einfach die Bits, wie wir sie haben, nehmen, um eins verschieben und immer vergleichen, ob es sich geändert hat oder nicht. Genau, jetzt haben wir zwar einen Anfang der richtigen Bits, eine Menge von richtigen Bits, aber jetzt muss man da auch irgendwie Struktur reinbringen. Auf einer CD sind die Bits in Frames gruppiert, also so ähnlich wie vielleicht bei anderen Protokollen Pakete. So ein Frame besteht aus 588 Bits und ist eindeutig markiert mit 24 Synchronisationsbits am Anfang. Und der Inhalt des Frames ist so gestrickt, dass diese 24 Bits in dem Frame nie vorkommen können. Das heißt, um jetzt unsere Frames aus den Bits zu finden, müssen wir nur die 24 Synchronisationsbits innerhalb unseres Bitstroms finden und dann immer die Bits plus die entsprechenden folgenden Bits rausschreiben und dann haben wir die Frames extrahiert. Jetzt, was ist eigentlich in so einem Frame drin? Frames sind eben, wie gesagt, 588 Bits mit 24 Synchronisationsbits am Anfang und ein Frame enthält zweimal 12 Byte Nutzdaten plus 4 Parity Bytes, da ist dann tatsächlich die Musik drin und noch Metadaten in Form von dem Subcode, den gucken wir uns dann gleich an und dann noch immer zwischendrin diese drei Merging Bits, die sind da, um eben solche Bedingungen einzuhalten, wie dass ich immer minimal drei gleiche Bits brauche. Das wird dadurch sichergestellt. Die haben keinerlei Inhalt. Genau, als erstes habe ich mir dann, eine Sache hier noch wichtig. Jetzt steht hier überall was von 14, obwohl da eigentlich Bytes steht. Die Bytes sind nämlich auf der CD nicht als solche gespeichert, sondern sind 8 to 14 encoded. Das heißt, jedem möglichen 8-Bit-Wort, also 256 der Zahl, ist ein 14-Bit-Wort zugewiesen, das dann eben diese Anforderungen erfüllt, wie dass ich, wenn ich es in NRZ3 codiere, immer ich mindestens 3 Bits habe, die gleich sind. Jetzt hier dadurch realisiert, dass ich, wenn ich ein Bit ändert, dass es dann max, dass dann danach, wenn ein 1 ist, dass dann danach immer mindestens 2 Nullen folgen. Genau. Dann hätten wir schon mal das aus dem Weg und gucken uns dann als erstes den Subcode an, weil bei Audio-Samples ist es immer recht schwierig festzustellen, habe ich das richtig gemacht, weil dann muss man irgendwie hinhören und ist nicht so genau einfach zu finden, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt. Dagegen der Subcode hat eine recht einfache Struktur, die sieht nämlich so aus. Es gibt von jedem Subcode gibt es 8 Channels und in jedem Frame befindet sich für jeden Channel ein Bit. Das heißt, man muss sich eine ganze Reihe von Frames angucken, um die 96 Bit, die so einen Subcode-Block ausmachen, zu erhalten. Genau, es gibt insgesamt 8 Subcode-Channel. Davon ist der erste, der P-Channel, ist eigentlich nicht wirklich interessant. Der ist nur einmal kurz 1, um zu sagen, dass ein Track anfängt. Dann gibt es noch ganz hinten 6 Bits, die sind jetzt, waren jetzt bei meiner CD nicht benutzt, aber sind für solche Dinge vorgesehen wie CD-Text oder CD-Plus-Graphics. Aber das Spannende jetzt bei meiner CD war es in dem Q-Subcode-Channel, denn in dem befinden sich Metadaten, wie zum Beispiel die Laufzeit. Und um die jetzt zu extrahieren, musste ich mir mehrere Frames angucken und dann wieder den Start finden. Der ist eindeutig identifiziert durch die Synchronisationswörter S0 und S1. Hier sind 14 Bitwörter, die keinem 8-Bit-Wort entsprechen. Auch damit ist wieder sichergestellt, dass wir exakt herausfinden können, wo dieser Subcode-Block aus 96 Bits anfängt. Die sehen jetzt dann im Detail wieder so aus. Das heißt, wir haben unsere anfangs die zwei Synchronisationswörter S2 und S1. Dann kommen 4 Bits, die sowas sagen wie, ob das Audio vorverzerrt ist oder ob man die Disk kopieren darf oder nicht kopieren darf. Ich weiß bei meinem Gesetz, man darf sie kopieren, aber es gab wohl vielleicht auch Bits, Disks, die das nicht gemacht haben, keine Ahnung. Dann kommen nochmal Bits, die sagen, was die nächsten folgenden Data Qubits bedeuten. Die waren jetzt in meinem Fall hier immer 1. Und daran ist dann kodiert, was ist die aktuelle Tracknummer, also wirklich der Track auf der CD, fängt bei 1 an. Oder was ist der Index in dem Track, denn man kann auf CDs auch Tracks nochmal unterteilen in mehrere Indizes. Wird jetzt bei normalen Musikdisks eher selten gemacht. Und dann eben noch die aktuelle Laufzeit des Tracks in Minuten, Sekunden und Frames. Die ganzen Zahlen sind alle BCD-kodiert. Das heißt, man hat wirklich, wenn jetzt jede Dezimalstelle als 4 Bits kodiert,
dass es einfacher ist zu dekodieren. Und dann am Ende ist noch zu guter Letzt eine 16-Bit-CRC, um das Ganze gegen Fehler abzusichern. Genau, das war dann eigentlich nur ein bisschen Bits umsortieren und entsprechend umformatieren. Und dann kam auch raus, dass das Ganze irgendwie Sinn ergibt. Es kam nämlich irgendwie Track 1, Index 1 raus und die Zeit hat immer schön inkrementiert. Sieht man auch hier, die Frames gehen von 0 bis 4, bis 74, also insgesamt 75 Frames pro Sekunde. Frage ist, woher kommt das? Können wir uns einfach ausrechnen. Hier ist ein bisschen unglücklich, dass diese Frames hier, diese 588-Bit-Frames, leider nichts zu tun haben, sondern eine andere Art von Frames, nämlich diese Blocks eigentlich. Wir haben nämlich in 44,1 Kilosamples pro Sekunde mit 6 Samples je Frame. Das heißt, daraus kommen dann hier 7350 Frames pro Sekunde. Und um einen so Block zu machen, brauchen wir 98 dieser Frames. Wenn man das dann ausrechnet, kommt man dann eben auf diese 75 Frames für einen Block. Also macht alles Sinn so. Genau, jetzt, damit wusste ich schon mal, dass ich schon mal auf dem richtigen Dampfer bin, auch die Dekodierung von dem EFM richtig gemacht habe. Und dann konnte ich jetzt mal so langsam mich um die Audio-Samples kümmern, nämlich das eigentliche, worum es auf der Disk geht. Die sind jetzt leider ein bisschen komplexer gespeichert, aber gucken wir uns erstmal an, wie das Ganze eigentlich andersrum funktioniert. Das macht das Ganze nämlich ein bisschen einfacher zu verstehen. Wir haben unsere hier Stereo-Audio-Signal, linker, rechter Kanal, und nehmen uns davon von beiden Kanälen 6 Samples und machen dann damit das hier. Das klingt jetzt, sieht jetzt zwar erstmal sehr kompliziert aus, aber passieren tut eigentlich nicht viel, außer dass die Audio-Samples innerhalb so eines Blocks umsortiert werden und dass einzelne Samples um mehrere Frames verzögert werden. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel so einen Delay von 2 Frames sehe, heißt das, es ist effektiv so ein FIFO, das heißt so ein Buffer. Und wenn ich jetzt einen Sample reinschiebe, kriege ich das Sample raus, was 2 Frames davor da war. Dann das Ganze wird hier in mehreren Schritten gemacht. In der Mitte und unten gibt es noch die Encoder, die per Reed-Solomon-Encoding noch Parity-Bits addieren, die dann später für die Fehlerkorrektur benutzt werden können. Aber das Gute ist, die fassen die Bits eigentlich nicht an, sondern addieren nur neue Bits dazu, die man auch später, wenn man will, ignorieren kann. Das heißt, zum Dekodieren macht man genau das Gegenteil davon. Das heißt, jetzt sieht man hier praktisch, dass auf der rechten Seite der Decoder ist effektiv das Spiegelbild von dem Encoder. Das heißt, dort, wo ein Delay drin ist, ist beim Decoder kein Delay drin und umgekehrt. Das Ganze kann man jetzt auch mal nachvollziehen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel das erste Sample angucken, das erfährt links, erfährt da Delay im Encoder, ein Delay von 2 und dann nochmal von 1. Und im rechten dann ein Delay von 27x7. Das Ganze aufwertet, kommt auf einen Delay von 111 Frames. Und wenn man das jetzt für ein anderes Sample macht, zum Beispiel das hier, sieht man, das nimmt dann ein bisschen ein paar Umwege durch das ganze Umsortieren, aber kommt am Ende auch wieder bei 111 Frames raus. Das heißt, die Audiodaten sind danach wieder so, wie sie eigentlich ursprünglich waren. Das heißt, Sample für Sample immer der Reihe nach. Genau, das Reed-Solomon dekodieren, also praktisch die Paritätsbits auch nutzen, habe ich jetzt hier mit mir mal gespart. Einfach weil es jetzt erst fürs erste Mal zu komplex gewesen wäre. Und das Gute ist, ich kann es einfach ignorieren. Genau, und dann habe ich am Ende, kriege ich wieder meine 6 Stereo-Samples raus. Das Ganze mache ich diesen Prozess hier für alle meine Frames, die ich hatte. Und habe dann tatsächlich auch Musik. Jetzt in diesem Fall hier jedenfalls weniger als eine Sekunde. Also jetzt nicht so arg spektakulär eigentlich. Aber ich hatte dann die CD gerippt und festgestellt, diese Audio-Samples, die ich ja extrahiert habe, entsprechend exakt dem, was auf der Audio-CD drauf war, und das auch ohne, dass ich da die Fehlerkorrektur benutzen musste. Genau, das war es jetzt eigentlich schon soweit, was ich hier alles gemacht habe. Jetzt fragt man sich vielleicht noch so ein bisschen, ja, wozu das Ganze überhaupt? Warum mache ich mir hier so viel Aufwand, nur um jetzt hier diese Audio-Samples auf die CD zu speichern? Hauptproblem ist eigentlich, wie auch in der Datenübertragung, auch bei Datenspeicherung, es können Fehler auftreten. Bei Audio-CD haben jetzt die Fehler meistens die Natur, dass sie in Bursts auftreten, das heißt viele Fehler hintereinander, weil wenn jetzt auf der CD ein Kratzer ist, dann ist der Kratzer ja so auf der Skala von den Bits und Lands sehr groß, das heißt es gehen gleich sehr viele Bits oder sogar Frames kaputt.
Deshalb wird durch dieses ganze Umsortieren von dem Bits hier schon mal dafür gesorgt, dass wenn ich einen Burst-Fehler habe, dass sich dann dieser Fehler über mehrere Frames erstreckt und dann praktisch nur ein paar Löcher drin sind. Und da könnte man sich ja auch schon vorstellen, dass praktisch, wenn ich ein Signal habe, wo einfach nur hin und wieder mal ein bisschen was fehlt, das einfacher zu rekonstruieren ist, als wenn ich ein Signal habe, wo einfach ein Riesenloch drin ist. Genau, jetzt war ich damit eigentlich schon recht zufrieden. Es gibt natürlich immer ein paar Dinge, die man noch mehr machen könnte. Zum einen könnte man versuchen, die Retournement Fault Error Collection zu verstehen und zu implementieren. Also wenn da jemand mir versuchen mag zu erklären, gerne doch. Ich habe auch mal ein paar Artikel durchgelesen, habe es so angefangen zu verstehen, aber nie so gut, dass ich es wirklich jetzt einfach rund implementieren könnte. Oder auch interessant wäre mal noch eine CD mit CD-Text oder CD-Graphics sich zu holen und dann eben die anderen Subcode-Channel auch mal zu dekodieren. Also da gibt es immer noch ein bisschen Dinge, die man noch machen könnte. Und das war es dann eigentlich auch schon. Das Ganze gibt es auch in einem GitHub-Repo. Da hatte ich es ganz ursprünglich gemacht. Einfach als Artikel. Effektiv dasselbe, was ich jetzt hier euch heute auch erzählt hatte. Werden noch ein paar Hintergrunddetails dazu. So, danke schön, Lukas, für den Vortrag. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit für Fragen. Meine erste wäre, wie viele CDs oder welche CDs hast du eigentlich für diese Datensammlung genommen? Ja, das war eigentlich nur einfach eine Musik-CD und das war es auch schon. Und welche Musik-CD war es? Das war, ich glaube, eine von ATB. Okay. Alright, ihr seid dran. Fragen, Hände hoch. Bis es direkt ganz, ganz hinten natürlich losgeht. Ich wollte mal generell fragen, wie Fehlerkorrektur funktioniert. Also einmal auf der CD, du meintest, du wolltest nicht zu sehr ins Detail gehen. Und generell bei einem Computer. Also ich kenne, das Einzige, was man hat, ist ja Bitflip. Machst du es so, dass irgendwie die Daten irgendwie dreifach, vierfach, fünffach redundant geschrieben werden? Oder was? Und dann noch ein bisschen auf der CD verteilt werden? Oder gibt es da noch noch mehr Tricks? Praktisch anstelle, dass die Daten mehrfach geschrieben werden, werden den Daten Parity-Bits hinzugefügt, die jetzt hier in diesen C1 und C2-Encodern erzeugt werden. Das heißt, wenn irgendwo Fehler sind, kann ich anhand dieser Parity-Bits erkennen, zu meinen, dass da ein Fehler war. Und die Parity-Bits geben auch die Möglichkeit, die Fehler zu korrigieren. Gehst du nach dem Hamming-Weight oder gehst du nach Mehrfachabstimmung? Gehst du nach dem Hamming-Weight, also dass du dir wirklich die Parität anschaust, oder machst du irgendwie so Major-Decision-Thingy? Also das ist eben dieses Retournement, von dem ich selber nicht verstanden habe, wie es eigentlich genau funktioniert. Okay, cool, danke. So, nächste. Ich habe mir natürlich nichts gemerkt. Fragen? Hände hoch. Wunderbar. Alles klar, wie ein Eis. Bin ich laut genug? Ja. Mir ist ganz am Anfang aufgefallen, noch näher, ich muss es ja fast verschlucken. Was hat es mit diesen Minimum 3 Bits auf sich? Ganz am Anfang war ja, das ja. Das ist eine sehr gute Frage. Das ist nämlich was, das habe ich tatsächlich nirgendwo anders gesehen als bei CDs. Wenn man sich mal hier nochmal so ganz zu Anfang die Bits vom Oszilloskop anguckt, man ist ja auch schon wieder crasht. genau, dann sahen die ja so aus. Das heißt jetzt praktisch 3 Bits sind schon praktisch so ein kleiner Puls hier. Das heißt, wenn ich jetzt nur ein Bit hätte, hätte dieser Puls praktisch eine viel zu hohe Frequenz, beziehungsweise einfach zu kurz und wäre deshalb nicht mehr ordentlich auf der CD abbildbar gewesen. Deshalb hat man gesagt, die Bits und Lines sind immer mindestens 3 Bits lang, aber hat trotzdem noch die Quantisierung. Das heißt, kann dann 3, 4, 5 und so weiter haben. Aber eben weniger als 3 geht nicht, weil dann sonst wären in dem Signal die Frequenzen Anteile zu hoch gewesen. Das war so meine Interpretation der Sache. Danke. Bei der Folie mit dem PI-Regler, da war ja immer noch so ein Restfehler von, was weiß ich, 45 Grad oder so. Ist das dramatisch? Meinst du jetzt hier dieses Rauschen hier? Genau. Äußert sich das irgendwie? Nee, in den Bits nicht. Das ist nämlich das Schöne an einem Digitalen. Wenn ich die Bits habe, dann habe ich die Bits. Okay. Und es ist eigentlich praktisch nur relevant, dass ich die Bits sauber samplen kann. Und wenn ich die jetzt ein bisschen später samplen, früher oder später samplen, ist egal.
Okay, okay. Ja, Reed Solomon hatte ich in meiner Bachelorarbeit. Da gibt es eine coole C-Library, die funktioniert an für sich. Okay. Wenn ich das jetzt nachvollziehen möchte, wie komme ich denn an den Datenstrom von der CD dran? Muss ich dann CD-Spieler aufschrauben und mit Oszilloskop rangehen oder kann ich das irgendwie im Computer einlegen und da die Daten abgreifen? Nee, also an die Daten so in dieser Form muss man tatsächlich eine CD-Datei aufschrauben und mit dem Oszilloskop das Signal von der Fotodiode nachmessen. Es gab noch einen ganz interessanten Blogpost von jemandem, da hat diese Person sich aus einem Lichtmikroskop und einem XY-Tisch was gebaut und damit die CD wirklich effektiv fotografiert und damit dann nicht mit so einem Lens so recovered. Das ist jetzt auch möglich, aber ich hatte keins von beiden, aber Oszilloskop und CD-Player hatte ich da gehabt. Ist in dem Repo verlinkt. Hast du es auch schon mal mit was anderem als eine Audio-CD probiert? Also keine Ahnung, mal eine DVD, Filmerippen, Next okay. Level? Okay, ich hatte tatsächlich mal so aus Interesse in den Player eine DVD eingelegt und dann gesehen, okay, das Signal war höher frequent, weil die DVD hat eine höhere Datenrate als eine Audio-CD, aber ist effektiv sehr ähnlich, nur noch mal komplexer. Also es ist ein bisschen, es war dieses eine Bild mit der CD quasi Mikroskopaufnahme. Mhm. Was ich mich da irgendwie die ganze Zeit frage, ist, wie schafft es eigentlich dieser Laser, sich so zu positionieren, um tatsächlich auf den Samples zu landen und nicht ein bisschen zu weit innen oder außen? Wahrscheinlich dieses Bild hier. Ja. Genau, da kann ich dir tatsächlich die Videos von Technology Connections sehr empfehlen. Die sind auch in dem GitHub-Repo verlinkt. Hat mich auch so ein bisschen dazu inspiriert, das Ganze mal noch tiefer anzugucken, als in diesem Video dargestellt war. Effektiv ist die Optik so gemacht, dass man anhand von dem Fokus, von dem, wie der reflektierte Laser auf die Fotodiode fokussiert wird, erkennen kann, ob man gerade beim Fokus zu weit links, rechts oder einfach nicht fokussiert ist. Und das ist dann eigentlich die Hauptaufgabe von einem CD-Player auch neben dem Dekodieren von den Audiodaten, wirklich den Laser auf der Spur zu halten, dass er eben auf der Spur bleibt. Noch weitere Fragen? Nein, vielleicht. Dann auf jeden Fall nochmal einen Applaus vielleicht. Motivation.